Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Und damit willkommen, meine Brüder, zu Metro Last Light Redux auf der Switch. Wir haben hier das Remaster von Metro Last Light, das uns jetzt hier auf der Switch erwartet. Ich bin froh, dass es auf diese Konsole gekommen ist, denn ich wollte in diese Metro-Reihe ein bisschen reinlunzen und das werden wir jetzt hier tun. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von Metro sehen. Außerdem ist zeitgleich jetzt auch Metro in der 2033-Version erschienen, also beide Spiele. Metro 2033 und Last Light sind jetzt hier als Redux-Version auf der Switch verfügbar. Und falls ihr wollt, dass wir uns 2033 auch mal angucken, dann lasst einen Daumen nach oben da. Unbedingt! Aber jetzt werden wir erstmal reinlunzen in die heilige Geschichte von Metro Last Light, oder was? Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten tut. Sieht nach einem auf jeden Fall ziemlich atmosphärischen Intro aus. Wir wählen ein brandneues Spiel aus. Ja, Mann. Option. Checken wir aber auch mal ab. Sehr wichtig. Es geht nämlich hier so ein bisschen um die Bewegungssteuerung. Ich habe gehört, man kann die einstellen und Ehre, man kann sie einstellen. Ich mache die mal so ein bisschen auf Low-Level-mäßig. Aber ich finde es cool, dass man hier auch eine ja, halt eine Bewegungssteuerungsfunktion eingebaut hat. Ich weiß nicht, ob die vorher schon da war. Empfindlichkeit gucken wir auch mal kurz. Machen die Empfindlichkeit ganz auf Anschlag so. Wir kennen das aus Fortnite. Das muss alles auf Anschlag sein. Und deswegen alles so hoch, wie es geht. Rein da. Und jetzt auf ins neue Spiel. Spartaner. Wir sind Überlebende. Meine Frau, die Spartaner und ich. Ich glaube, diese Geschichte wird hier nicht nacherzählt, aber gucken wir mal. Munition und Filter sind knapper
Die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Der Überlebensmodus bieten Spielern das ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit einem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannenden Kämpfen. Okay, das sind so diese Modi hier. Leichte Kämpfe und Tarnung bei Metro Last Light im Spartaner-Stil. Perfekt für Spieler, die ein schnelleres, mehr actionorientiertes Spiel mögen. Munition, Filter und andere Ressourcen sind ebenfalls reichlicher vorhanden. Soll ich auf Spartaner auf entspannt gehen? Wir machen Überleben. Let's go. Machen Schwierigkeitsgrad auf normal erstmal jetzt. Auf geht's. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Ja, das ist ja sehr besorgniserregend. Wir klicken mal auf weiter. Schauen, wo wir hier sind. Ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Aha. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Oh, es klingelt. Ah, die Tür auf! Oh. Was geht hier vor sich? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist meine Frage gewesen, Bruder! Was ist passiert? Wir gucken mal. Oh, apropos Scheiße, gucken. Scheiße, was passiert hier? Ja, was passiert? Das ist wirklich die Frage des Tages. Und es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Das sind die schwarzen Wesen. Von denen eben in die Rede war. Wir machen sie kaputt. Das sah gerade danach aus, als wäre das ein Mensch gewesen. Hallo? Leg ihn hin. Ja, besser. Besser, ja genau. Leg ihn schlafen, den Bruder. Ich glaube, der muss wirklich sehr zischen. Der hat ihm einfach ein Messer ins Ohr gerammt. Also auch quasi ins Hirn. Ach. Artyom, wach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Oh. Lebendig. Nee. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Kahn, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Oh, Ullmann, Alter, was für ein Allmann! Dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Mhm. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Kahn, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht... Der eine heißt Vulkan, ich heiße Artyom. Ich hab das Gefühl... Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel! Du Windbeutel, das ist ja mal ein richtiger Allmann! Uff! Naja, wir gehen jedenfalls hier an diesen Tisch. Erstmal kurz aufrichten. Ist sehr anstrengend, aufzustehen. Man kennt's. Ja, Feuerzeug funktioniert. Das ist immer wichtig. Dann starten wir hier durch, oder was? Hier in diesem heiligen Wald. Nein, wir starten hier durch in unserem Büro. Wir sind Artyom. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel in Russland spielt. Ich bin mir sehr sicher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in Russland spielt. Ich weiß es nicht. So, wir können übrigens auch das Licht ausmachen und anmachen. Und hier kann man irgendwas abspielen. Der Krieg ist unvermeidlich.
Geile Musik auf jeden Fall, aber wir müssen weiter zischen. Wir müssen aus diesem... Ja, ich will nicht sagen Gefängnis ausbrechen. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Oi. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fenrir verbringen. Wie war das? Mich in den Orden aufgenommen hat. Wie war das? Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ja, wo waren wir? Ich war dabei reinzuzischen hier, weiterzugehen. Was hat er denn da in seinem Teleskop drin? In seinem Lichtteleskop. Binocular, irgendwie sowas? Ah, ich hab den Namen vergessen. Jedenfalls, hier das Badezimmer, oder, ne? Den Umständen entsprechend. Ja, das sind hier die richtigen Sportsmänner, ne? Immer am Pumpen. So muss das sein. Ja, wir sind hier in diesem Untergrund, in dieser Metro, ja? Mitten in Russland und haben keine Ahnung, was hier abgeht. Wir kommen in der Waffenkammer. Hm. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber ja, Mann. Jetzt pusten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt danke, Bro. Feier ich. Was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Das soll ein Medikit sein? Das sieht mehr so aus wie ein goldener Game Boy Advance SP oder das neue Samsung Galaxy Flip. Willst du mich verarschen, Bruder? Her damit. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen... Oh, geil, ey. Unser Vorschuss. 10 Kugeln. Geil! ...um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Moon oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Junge, der ist so langweilig. Kannst du auch mal die Fräsen halten und mir die Waffe geben jetzt? Wie sieht das jetzt aus? So, wir machen das Ausrüstungsmenü auf. Wir können mit dem X-Knopf die Taschenlampe zünden, wenn wir sie hätten. Und hier könnten wir die Gasmaske aufziehen. Alles klar. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Das sind wirklich so diese anderen Zauberstab-Kicks bei Ollivander, oder was? Such dir einen aus, die Waffe wird sich dir öffnen, wenn du sie gefunden hast. Du musst die richtige Waffe gefunden haben. Was haben wir denn hier? Ein schönes, leckeres Gewehr. Ventil nennt sich das. Die Kalasch, ja, die schmeckt. Ansonsten eine RPK. Schwein! Und Absatz. Okay, wir nehmen aber die Kalasch. Ja, dachte ich mir schon, Bruder. Ansonsten noch ein schönes Gewehr. Ja, los. Und dann noch diese MG. Ja, wir sind jetzt fertig, oder? Ich will keine Waffe testen, Sirius. Ich möchte hinaus. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Du bist 3 Meter neben mir. Warum machst du die Lautsprecheranlage an? Schwein! Die ist andere. Ich bin zu faul, um zu schreien. Oi. Der hat automatisch geschossen. Ich war das gar nicht. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Ach so, jetzt schießt er auf einmal nicht mehr automatisch. Oder liegt das daran, dass der Schießen auf ZL hat. Warum hat der Schießen auf ZL? Ich komme gerade nicht klar. Ach so, ui, okay, ich verstehe. Ja, ich will zur Einsatzbesprechung. Das war mir wieder zu viel Parmesan hier. Wir gehen jetzt hier durchs Tor.
ignorieren diesen Penner. Was haben wir denn hier Leckeres? Aha. Reste von übergestern. Lecker. Ohne Witz, Alter. Was fressen die hier denn für einen Ranz? Was ist das für ein Etablissement? Junge. Ich hab das Gefühl, ich bin umgeben von Deutschrappern. Nur Masken. Aber ja, meine Freunde. Hast du von Lesnitzki gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er getan hat. In Ordnung, gehen wir. Aber der Typ sieht sehr zwielichtig aus. Ja, das, man mit den Charakteren immer so nah dran gehen kann. Das ist so richtiges, das andere Kinoerlebnis. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Brudirios. Die sechs sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Ich habe doch gesagt, diese anderen Kinoerlebnisse. Das sieht sehr cinematisch aus. Als wären wir gerade in der Szene drin. Mir ist eigentlich relativ scheißegal, was die da sagen. Nur ich finde diesen Fakt, dass wir hier wie im Kinosaal sind, dass sie das hier beobachten können wie in einer Filmszene, echt nice. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Ja, guck mal, der macht auch schon Auge, der Bruder. Der macht richtig Auge. Das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffen. Aha, chemische Waffen. Also. Mehr weiß ich nicht. Verdammt. Oder diese Texturen. Die sehen echt gut aus. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Aha. Wenn ich noch eine hätte. Wenn er noch eine hätte, ja, das, die suche ich auch vergebens bei mir. Man kennt's doch. So, hier haben wir den Kompass. Legen wir den mal wieder weg. Aber ja, meine Freunde, hier sind wir jetzt wohl beim Videodreh oder so. Das sieht echt sehr krass aus. Das sieht zu viel nach Film aus, als wenn das echt wäre. Weiß jemand, worum es geht? Nee, weiß ich nicht. Aber lass uns jetzt mal die Tür aufmachen. Bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Tür öffnet sich, wunderschön. Jetzt sagt mir aber nicht, dass hier noch so eine weitere Tür ist, die verriegelt ist. Und ich weitere 30 Sekunden warten muss, bis die Tür aufgeht. Vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Junge, bin ich ein Geist oder was? Du kannst doch nicht einfach so durch mich durchgehen. Zu kommunizieren versuchen. Vielleicht bedeutet ihm der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hörst du mich, Artyom. Ja, ist klar, wieder nur am Zocken. Hauptsache die Mikrotransaktionen kicken rein. Ja, an der Messe. Unsere Heimatstation sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Oi. Das ist das Gesetz der Evolution. Ja, okay, das klingt nicht so geil. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Warum guckt er mich dabei so komisch an? Will er mich gleich umbringen? Schwein? So, nehmen wir jetzt hier auf diesem Chefsessel Platz. Geil. Habt ihr etwas zu melden? Können wir direkt hier noch den Stuhl spinnen. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen Überlebenden. Unsichtbare Wand kickt auch hier ordentlich rein. Einer von denen lebt noch. Man kennt's. Zum Glück. Ja. Zum Glück? Karl, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Oh, lassen ich? Sie ihn mit mir gehen. Ja, bitte, ich will mitkommen. Geh mit Khan zum Garten. Bitte. Finde den Schwarzen. Sagen Sie ihm, dass ich mitkommen. Mit. Hat er mich denn gerade so angeguckt? Anna? Ja, hier. Warum brauchen wir einen Scharfschützen?
Ich bin auch hier. Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Halte ihn fest. Nein! Sie Idiot! Sie machen den Nein! Ich stelle mich Ihnen in den Weg! Wir sind hier fertig. Hinfort! Eskortieren Sie Kanin aus! Da komme ich aber mit! Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung! Und darauf diese Albträume loszuwerden! Wir können nicht rausgehen. Hey, der hat mich eingesperrt! Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag. Und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf. Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Ey, was soll... okay. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber... Tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Na klar, Bruder. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer war. Aber es ist übrigens interessant, ne, dass man das einfach alles skippen kann, was die da reden. Und dass das einfach nur für die Leute gemacht ist, die sich das gerne anhören. Genau wie das Buch hier, das hier auf diesem Stuhl war. Ich glaube auch nicht, dass wir das einsammeln mussten, aber wir haben es mal gemacht. So. Tschüss. Vielleicht ist es aber nicht so schlecht. Ich glaube mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Ja, ist okay. Damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Diese andere Straßenbahn hier, lol. Krank. Schöner Teppich. Setz mich mal hier hin, ja? So, ich find's gar nicht schlecht, dass wir jetzt hier von diesem Typen getrennt worden sind, da, dass er abgeführt worden ist. Ich habe das Gefühl, der war echt vielleicht ein bisschen verrückt. So, was labert die jetzt hier ständig und ich höre nicht zu? Was reden sie? Stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Oi, das ist ja sehr interessant. Wir werden anscheinend jetzt direkt das nächste Level gebeamt, und zwar Zug in die Vergangenheit. Keine Ahnung, also das Ding ist, wir haben ja bis jetzt soweit gelernt, wir sind Artyom, ein Ranger, der die besondere Fähigkeit hat, dass er schwarze Kreaturen anziehen kann. Ja, und das wird doch wahrscheinlich jetzt hier lecker schmecken, oder? Was sagen Sie, Bruder? Die hat ja richtig Auge gemacht. Etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Na, ja, es ist halt besonders dunkel, ne? Das muss auch noch dazu gesagt werden. Und deren Kinder werden vermutlich denken... Alter, krank, wie die gemutet wird, wenn ich mich einfach nur umdrehe. Die denkt ja auch gerade wahrscheinlich so, warum drehst du mir Rückkehr zu? Warum? Jetzt macht sie komplett Auge, oder was? Ja, jetzt hat sie komplett die Kicks. So guck ich auch immer dann. Wenn ich vom Fenster der Bahn stehe, so. Hast du mich gerade angeguckt? Hast du mich gerade schief angemacht? Also die meint es auf jeden Fall komplett ernst. Die hat den kompletten Blick über die Lage gerade. Die weiß komplett Bescheid. So, nächste Station. Das Touristenviertel wahrscheinlich, ja. Ja, ich bin sehr wohl bereit. Wir legen jetzt los. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin im Zug. Würde ich ganz gern sagen, aber ich musste aussteigen. Ja. Ich pack mir mal wieder das zweite Kopfhörer rein. Wie ein Schienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Kann die bitte mal aufhören, mich Kaninchen zu nennen? Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung.
Ich weiß, dass ich ein Tier im Bett bin. Und ich glaube, das könnte deine Lippen auch ganz gut bezeugen, du Schwein. Aber deswegen musst du mich nicht Kaninchen nennen. Denn ich bin ja ganz klar und sicher, ein Wildhahn. Komm schon, steh da nicht so rum. Da ist der Hebel. Öffne das Tor. Mach doch selber, Fräulein. Heilige Stute. Na jedenfalls, so, ich bin kein Kaninchen. Ich bin allerhöchstens ein Waschbär. Das heißt, ja, das weiß ich doch. Kannst du auch gerne von der letzten Nacht erzählen, du kleine Stute. Schwein! Alles klar, los geht's. Ja, alles klar, ja, dann erzähl mal. Was hatten wir denn, was war denn da, hä? Nichts? In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Mhm. Ja, machen wir mal die Tür auch jetzt auf, ne? Alter, Junge, die ist voll der Geist. Wo kommt die denn wieder her? Die war doch eben noch hinter mir. Schwein. Links ist eine Sackgasse. Jetzt muss sie, glaube ich, komplett zischen. Pass auf. Oi. Oh nein. Okay, okay. Scheiße, das Ding ist schnell. Ja, das ist sehr schnell am Zischen, ne? Schneller als du. Nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Ja, nee, das habe ich eben. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske. Das weiß ich doch schon. So, Gasmaske aufsetzen jetzt. Genug Schabernack. Komm, Bruder. So, genau, jetzt noch den Gött betrachten, genau wie gestern Abend. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Ah ja! Aha! Da hat sie nicht ganz unrecht. Deswegen gucke ich mal so auf ganz bedeckt nach. So ganz bedeckt. Wie eben in der Bahn an die Wand. Hast du mich gerade angemacht, Bruder? Hast du gerade irgendwas Beleidigendes mir gegenüber gesagt? Hilf mir hier mal. Ja. Kann ich gerne machen. Junge, das sah aus wie so ein vermohrter Holzzaun, der drüber gestülpt wurde. Und da brauchst du Hilfe? Wo sind wir? Wow. Das ist also das Gebiet. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Oh, krank, man guckt sich mal, wie die Natur sich hier alles zurückgeholt hat. Das muss schon seit Jahrzehnten, seit Dekaden muss das hier schon alles. Ja. Ja, ich suche sie jetzt. LOL, wir müssen L drücken, um die sauber zu wischen. Die Gasmaske, das ist ja mal eine sehr coole Funktion. Kann die mal leise sein? Ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg, damit ich hier in Ruhe erzählen kann. Man kennt's. Ja, viel Glück. Tschüss. So, werde ich auf uns alleine gestellt? Ehre. Diese anderen Navi-Kicks aus Zelda, nur am Labern, die alte Stute. Aber ja, meine Freunde, so werden wir jetzt hier reinsteppen in dieses geheiligte Gebiet, oder was? Überall Dinosaurier. Also, das sind keine Fledermäuse. Also, da, oh, verdammt. Also, da eine Fledermaussuppe draus kochen, das kannst du halt komplett vergessen. Wechsle den Filter. Oi. Ja, Bruder? Aha. Ja. So, das war's. Hätten wir auch komplett unseren Monatsvorrat verschossen? So, die Frage ist, wie wechsle ich jetzt? Wie wechsle ich den Filter? Oder habe ich das schon gemacht? Ich weiß es nicht. Junge, das sind ja mal die anderen wilden Waschbären. Die Brüder. Oder wie ich gerne sage, ein wahrer Freund. Ja, wie er sich hier rumtollt. Das ist wirklich sehr jäh. Yeah. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn wieder mal getroffen. Ja, mir geht es sehr beschissen. Nein. Bro?
Naive. Sieht klein aus, aber ich bin definitiv ein Schwarzer. Das ist kein Medikit, glaube ich. Was hält dich ab? Na los! Hä? Was bist du denn? Das ist ja ziemlich jäh. Diese anderen süßen Insekten aus dem Wassergebiet, aus den kleinsten Flüssen. Naja, wie das hier jedenfalls weitergeht, das werden wir im nächsten Part erfahren, falls ihr Bock habt oder mal gucken. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Überblick zu Metro Last Light. Die ersten 30 Minuten, wenn man so möchte. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr am besten selbst, indem ihr das Spiel kauft. Oder wir warten und gucken mal ab. Warten mal ab, ob eventuell ein nächster Part kommt. Ansonsten, wie gesagt, Metro 2033 ist ja auch am Start. Das könnte ich halt auch noch zeigen. Wir schauen mal. Haut rein und ciao. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Video hier.